Sprechen Sie zu Hause eigentlich Dialekt oder gehören Sie zu denen, die manche Ausdrücke, die der Opa sagt, gar nicht mehr verstehen? Ein Autor aus der Oberpfalz, der lebt in Berlin und hat aber seinen Dialekt und seine Heimat nie aus den Augen verloren und sogar Bücher darüber geschrieben. Gestern Abend hat er den Bayerischen Kulturpreis verliehen bekommen. Oberpfalz-Reporter Daniel Neumuth hat ihn in Tirschenreuth getroffen. Werner Fritsch ist Regisseur, Autor und ein bayerisches Urgestein. Auch wenn der 56 Jahre alte Oberpfälzer mit seiner Familie in Berlin lebt. Es zieht ihn immer wieder zurück in seine Heimat. Nach Tirschenreuth zur Händelmühle, wo er aufgewachsen ist. Seinen Dialekt hat er nie verlernt und ganze Bücher darüber geschrieben. Wenn man jetzt so einen Satz sagt wie Bau, Dau, Dau, Dag, Neweg, versteht überhaupt niemand in Deutschland. Nicht? Das heißt also, Bub, du da dein Knie weg. Die Oberpfälzer und ihr Ho-Ho-Dialekt, der Autor liebt ihn einfach. Trotzdem sind diese Wo- und Ho-Laute ganz in Neuseeland, in Australien, in Amerika sind genau diese Laute. Road, Road Spoke, also es ist wie die Straße, es ist alles ganz, ganz ähnlich. Für seine Arbeit hat Werner Fritsch gestern Abend in Amberg den Kulturpreis Bayern bekommen. Das Kultusministerium und die Bayernwerk AG zeichnen damit jedes Jahr herausragende Künstler aus allen Regierungsbezirken aus. Das Besondere und Schöne an dem Preis ist, glaube ich, dass wir beide Ebenen haben. Einmal die freistaatliche Ebene und dann aber auch insbesondere die Ebene der Regionen, wo Kunst, Kultur, aber auch Wissenschaft ja herauswächst. Und das Besondere Bayerns wird eben damit auch, finde ich, außerordentlich schön betont. Dieser Preis passt zu Bayern. Genau wie Werner Fritsch. In seinen Büchern geht es auch um Tradition. Er zeigt, wie Bayern früher einmal war. Knecht haben früher ihr Geld nur einmal gekriegt im Jahr. Nur der Vater, als der Balzerbauer, hat am Ende von jedem Monat voller Stolz gesagt, Wirtin, sind etwa meine Buben draußen? Und kaum haben die Knecht draußen in der Gaststube so getan, als ob sie Zech zahlen wollten, hat die Kellnerin nur abgewunken, ist schon zahlt, ist schon zahlt. Der Kulturpreis, ein Spiegelbild bayerischer Kunst und Tradition.